Ich wünsche einen schönen guten Tag. Ich dachte, ich mache ein kleines Video, dann kann ich Ihnen das Ganze viel leichter erklären. Folgendes: Das hier ist der Kameraroboter. Der ist vom Aufbau her genauso gehalten wie das Typ 23. Hier sind nur ein paar kleine Unterschiede. Allerdings ist der Grundaufbau exakt derselbe wie bei Ihrem U-Boot-Druckkörper. Genau, also, Sie haben hier den Ballasttank. Der wird ähnlich. Genauso, der wird genauso montiert wie beim Typ 23. Sie sehen, hier sind die Unterlegscheiben und mit dem Motor wird das Ganze dann fest verpresst. Unbedingt vorher das Ganze testen, bevor Sie das reinschrauben, dass das alles ordentlich funktioniert und sich füllt. Und hier sehen Sie, dass in dem Falle bei diesem U-Boot der Ansaugstutzen durch die Öffnung nach hinten verläuft und hinten herausgeführt wird. Beim Typ 23 ist es andersrum. Da kommt der Ansaugstutzen von vorn. Hier sehen Sie eine kleine Öffnung, zwei Stück. Eine davon müssen Sie nehmen. Und da geht die Schlauchleitung dann hinein, mit einem Kabelbinder fixiert und in die Pumpe. Und der andere wiederum, der geht in den Tauchsack hinein. Das nur dazu. Sie sind beide hineingesteckt, damit das besser lieferbar ist und dass beim Transport kein Schaden entsteht. Weiterhin ist es wichtig, die Schlauchpumpe arbeitet und dabei weicht sie den Schlauch. Das heißt, der Schlauch wandert. Folglich ist es so, dass Sie einen dieser Schlauchverbinder, der dann zum Ballasttank geht, schön fest in der Bohrung fixieren, den Schlauch mit Sekundenkleber fixieren, den anderen auch fixieren. Ebenso mit Sekundenkleber den Schlauchverbinder zum Schlauch festkleben und das Ganze dann nach vorn hinausführen. Das zu dieser Frage. Die nächste Frage, die Sie gestellt haben, wie man die Kabel durchführt, dazu folgendes. Die Idee dahinter ist, dass im Bugbereich der Akku installiert wird. Darüber kann man noch Sensorik oder dergleichen, Lageregler oder sowas einbauen, wenn man möchte, oder Tiefenregler. Und lediglich das Pumpenkabel und das Akkukabel werden durch die Bohrung, durch den Kabelschacht, der dabei ist, nach hinten geführt. Hier befindet sich dann ein BEC zum Beispiel, die Motorregler und normalerweise hier auch der Empfänger. Da haben Sie sehr kurze Kabelwege und brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass in irgendeiner Art und Weise Störungen auftreten. Außerdem haben Sie die Kabellage kurz gehalten und die Montage wird dadurch deutlich einfacher. Genau. Das zu Ihren Fragen. Wenn Sie noch meinen, die Antenne dann nach außen zu führen, ist es nach hinten besser als nach vorn. Da haben Sie wenig induktive Störquellen dazwischen, da passiert nichts. Genau, so viel dazu. Wenn Sie weitere Fragen haben, würde ich wiederum mit einer Videoantwort Ihnen behilflich sein. Ich denke, wenn ich Ihnen die Sachen zeige, geht das schneller und besser, als wenn man schreibt. Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte. Bis dahin, tschüss.